meiner Familie gibt es Weihnachtssäckchen, seit ich denken kann. Meine Mama hat die früher genäht. Ich habe das für meine kleine Familie mittlerweile fortgeführt. Und darum gibt es heute personalisierbare Säckchen für Weihnachtsgeschenke zum Besticken. Wir beginnen mit dem klassischen Weihnachtssäckchen. Ich zeige euch Stich für Stich, wie man das stickt. Das größere, aufwendigere Säckchen, dafür wird es ein separates Video geben. Das verlinken wir euch hier irgendwo. So, also allererstes müssen wir mal die Frage klären, warum ist das in so einem komischen Blau hier aufgedruckt? Das ist eine ganz, ganz besondere Farbe, die sich auswaschen lässt. Dementsprechend könnt ihr das auch personalisieren. Also ihr stickt es nach, wenn ihr nicht so exakt trefft, ist es danach weg. Und das frohe Weihnachten, das könnt ihr sticken. Oder ihr ersetzt es mit einem Namen oder mit einer anderen Botschaft. Aber wahrscheinlich am ehesten mit dem Namen des Kindes oder so, damit man es dann eben auch über die Jahre als personalisierten Beutel nutzen kann. Ich habe mich bewusst für schlichtere Farben entschieden. Das hier ist in so einem schönen Taubton mit den Grüntönen drauf. Das größere Säckchen ist ein bisschen aufwendigeres Muster, auch ein bisschen buntere Garnfarben. Dementsprechend habe ich den Beutel einfach in wirklich einem hellen Ton gewählt, damit die Stickarbeit dann wirklich schön zur Geltung kommt. So ein cremeweiß ist das. Wir haben wieder 8 Meter Garne mit drin, damit ihr eben, wie gesagt, auch immer weitermachen könnt. Auch andere Sachen noch damit besticken, die passenden Geschenkanhänger, Karten, wie auch immer. Und hier im großen Stickset haben wir zusätzlich noch ein schönes Gold mit drin. Ich glaube, das wird richtig schön. Was ihr noch braucht, ist ein Stickrahmen und Nadeln. Gibt es zum Beispiel jetzt auch in unserem Anfänger-Stickset oder eben unser Rahmenset. Weil wir natürlich immer nicht so richtig wissen, wer von euch hat schon was an Material. Man braucht ja auch nicht alles doppelt und dreifach. So, wir beginnen mit dem Kranz selbst. Und dafür halbiere ich das Garn und mache einen umwickelten Rückstich. Ihr könnt natürlich auch einfach normale Rückstiche machen. Aber ich zeige es jetzt mal so, wie ich mir das gedacht habe. Also es ist relativ easy zu machen und wir haben auch alles nochmal im Sticken für Anfänger Video. Falls irgendwas zu schnell geht, verlinken wir euch das auf jeden Fall nochmal. Ich sticke einmal den Ring und dann die Äste von den Beeren, von den hellen und von den größeren Blättern. So, jetzt gehe ich einmal im Kreis und fülle die Blätter aus. Ich habe dafür das halbe Garn verwendet und gehe einfach von oben, von der Blattspitze hier bis zum Ring runter und setze davon ein paar nebeneinander. Und dann gibt es diese hübsche Optik. Für die Ilix heißen die, glaube ich, diese spitzen Blätter mit den roten Perlen, mit den roten Früchten, baue ich mir so ein bisschen Hilfslinien. Also ich mache mir vorne ein und an den Seiten, da wo die Zacken sind, zur Mitte hin. Und dann fülle ich das aus, damit ich diese schöne Kante in der Mitte kriege. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill. Diese Eukalyptuszweige sticke ich mit meinem eukalyptusfarbenen Garn. Und zwar habe ich diesmal das ganze Garn genommen, damit die wirklich schön, schön dick rauskommen. Und dann mache ich kleine Margaritenstiche. Soll ich dir nochmal erklären, den Margaritenstich? Vielleicht. Dann. Aber wir verlinken auch das Video. Das mit den Anfängerstichstichen nochmal. Dann macht man so eine Schlaufe. Also man geht da wieder rein, wo man rausgekommen ist. Und dann oben am Blütenblatt, beziehungsweise hier am Blattende, kommt man nochmal aus dem Stoff, legt die Schlaufe drüber, zieht das so hin, dass man so eine Blattform bekommt und fixiert das oben, sodass man diesen süßen Margaritenstich kriegt. Für den Knötchenstich gehen wir einmal durch den Stoff durch, halten dann den Faden vom Stoff weg, die Nadel in Fadenrichtung,
wickeln einmal drum, drehen die Nadel rum und stechen direkt daneben wieder ein. Und dann immer hier mit der Hand so ein bisschen auf Zug halten, damit sich der Faden wirklich so am Stoff rumwickelt und dann entsteht dieses Knötchen. Kommen wir eigentlich zum schwierigsten Teil, meiner Meinung nach. Das sind diese roten Perlen, diese roten Beeren, weil man das immer gar nicht so schön rund hinkriegt. Braucht man ein bisschen Übung zu. Jetzt muss ich nur erstmal den Faden rauskriegen. Na? Ah, da ist der Anfang. Hinten immer einen kleinen Knoten rein. Das ist immer am einfachsten. Da kriegt man die plastischsten Ergebnisse, wenn man erstmal die Kante entlang geht. Mit einfach einem Rückstich, mit ganz kleinem, feinen Rückstich. Einmal so drumherum, dass es sich dann so richtig schön kugelig wird am Ende. So, ich versuche jetzt wirklich außerhalb dieser Kante einzustechen und so gerade drüber zu gehen, um eben so ein bisschen eine dreidimensionale Beere hinzubekommen. An den Seiten, also jetzt hier an diesem letzten, bin ich vorsichtig, dass ich da nicht zu weit drüber gehe, also dass ich da lieber noch ein bisschen Luft lasse, weil es ansonsten eine Eierform bekommt. Also der letzte Stich dann doch relativ weit mittig gesetzt, also mittig. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein Ei. Also man muss echt vorsichtig sein mit dem Stich ganz an der Seite, dass der dann eben nicht so runterrutscht und man eine Eierform bekommt. Aber das muss man zwei, dreimal üben und dann kriegt man das auch ganz gut hin. So, Steffen hat gerade nochmal unsere Weihnachtsbox geplündert, um euch die Original-Weihnachtssäckchen mal zu zeigen. Also ich habe da einfach so in der Stoffwühlkiste schöne passende Stoffe rausgesucht und habe dann immer gleich so ein Bändel. Und da kommt dann, keine Ahnung, ein Toni rein dieses Jahr. Oder Schmuck oder sowas in die kleineren Beutelchen. Sieht ganz hübsch aus hier mit dem Kord und dem Satinband, finde ich. Ich glaube, dann nähe ich dieses Jahr noch ein paar mit so ein paar Neonfarben. Das hier sind Küchentücher von IKEA. Da hat man natürlich den Vorteil, dass die schon gesäumt sind. Das heißt, man näht die einfach zusammen, einmal unten, einmal an der Seite. Und da habe ich auch ein Bändel mit eingenäht. Finde ich auch total hübsch, die Optik hier so mit dem Karo. Da könnte man eigentlich auch nochmal was draufsticken. Das hier ist das andere Küchentuch aus dem Set. Das habe ich. Ah ja, da habe ich zwei. Ist das mein Geschenk? Ja, das ist das Größte. Ja, das waren alles so Stoffreste-Sachen. Also den Eukalyptus, den finde ich, glaube ich, am schönsten mit halbem Garn für den Strang in der Mitte und dann ganzen Garn für die Blätter, also für die Margaritenstiche an den Seiten. Und die Knötchenstiche, da habe ich jetzt nur ein Knötchen gemacht, also dass die Knötchen ein bisschen kleiner sind, damit ich hier wirklich so klein und voll habe, die Beeren. Die Kombination finde ich jetzt am schönsten, aber ich bin wieder sehr gespannt, was ihr so draus macht, weil ich überlege mir immer so eine Vorlage und sticke die und wir drehen dieses Video ein und dann verteckt ihr mich auf Instagram und dann echt, boah, cool, warum bist du denn nicht drauf gekommen, dass man da oben noch das macht oder das auf eine andere Art und Weise stickt oder die Farben total durchmischt. Also es ist auch für mich immer total cool zu sehen, wie ihr die Sachen kreativ weiterentwickelt. Das Coole an diesem Stickmuster ist ja auch, dass man das nicht so akkurat sticken muss. Also gerade wenn man anfängt und irgendwie noch so ein bisschen hin und her probiert, dadurch, dass sich die Farbe unten drunter wegwischt, hat man wirklich so das einfachste Stickerlebnis, weil man ja nur den Stoff hat und nichts irgendwie noch an Muster irgendwie oder an Klebefolie. Und ja, kannst dann am Ende einfach rauswaschen. Hat nichts mehr vom Muster übrig. Die gleiche Methode, die gleiche Farbe haben wir auch fürs Anfänger-Stickset verwendet. Das ist einfach super cool. Wir sind da super stolz drauf, dass wir diese geile Printtechnik zusammen mit unserem Partner entwickelt haben, weil es das wirklich einfach so noch nicht gibt. Also schon sehr coole Sache einfach. So, ich bin noch nicht ganz fertig, aber wie lange braucht man? Ja, nach zwei Stunden, drei nach Stunden. Mittagessen und jetzt ist 15 Uhr. Also drei Stunden. Also wenn man so einen schönen, langen, gemütlichen Fernsehabend hat, hat man ein Säckchen gestickt, würde ich sagen. Ja, eher die. Meinst du länger? Herr der Ringe-Trilogie, oder? Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, welche Serien oder Filme ihr so guckt, denen man hängen bleibt, die man schön gucken kann zum Sticken jetzt zur Weihnachtszeit. Für
das Frohe Weihnachten in der Mitte, verwende ich einen gesplitteten Faden und mache einen ganz normalen Rückstich. Wenn mir der nicht gefällt, dann mache ich ihn noch umwickelt. Aber auf jeden Fall brauchen wir ein dünnes Garn, weil das dann doch recht filigran ist. Hier gerade so mit dem R und dem H schon ein recht feiner Schriftzug. Und danach zeigen wir euch, wie man das austauschen kann. Also man könnte es eigentlich auch jetzt schon auswaschen, aber wir wollen es natürlich einmal sticken. Wenn ihr einen Namen drauf haben wollt, dann legt ihr es jetzt einfach in Wasser, dann wäscht es sich aus. Und dann gucken wir uns danach an, wie man einen Namen da reinkriegt und danach stickt. Also man muss wirklich fein arbeiten, aber ich finde, es sieht gut aus. Richtig, richtig schön wird das und es sticht so richtig schön hervor in dem Rot. Also das ist ein sehr elegantes Säckchen, das andere ist ein bisschen verspielter. Also es sind das Täschchen und 6 Garne drin in diesem Set. Haben schon gesagt, wie lange man ungefähr braucht, so 3 Stunden. Ja, findet ihr auf Soltis Idee alle Produkte. So, das ist das Frohe Weihnachten Säckchen. Das zweite habe ich jetzt die Grüntöne ein bisschen durchgewechselt und ich habe das Frohe Weihnachten nicht gestickt, denn das waschen wir jetzt raus. Unsere Farbe ist ja wasserlöslich. Dazu legen wir es einfach 20 Minuten in eine Schüssel. Immer wieder spannend. Und dann zeigen wir euch, wie wir den Schriftzug übertragen, damit ihr da eure eigenen persönlichen Unikate draus machen könnt. So, die Schrift ist raus, die blaue Schrift. Man sieht sie noch leicht, aber man sieht auch hier noch die Einkerbung vom Rahmen und so. Also das geht raus, wenn es getrocknet ist. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass das alles rausgeht, dann macht ihr ein bisschen Spüli mit rein, reibt das drauf oder halt Waschmittel, damit das ganz rausgelöst wird. Aber so verschwindet das einfach beim Bügeln. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Um das zu übertragen, braucht ihr einen weichen Bleistift. Ich habe hier so einen Graphitstift, das ist natürlich ideal, aber das hier ist auch ein 4B, das funktioniert auch. Und damit malen wir einfach über die Rückseite. Wir haben ein gesamtes Video, in dem wir alle möglichen Sachen testen, wie man Stickmuster auf den Stoff übertragen kann. Das verlinken wir euch. Das ist jetzt einfach so die einfachste Methode, die man machen kann mit was man so zu Hause hat. Oder ihr schreibt es einfach, das könnt ihr natürlich auch machen. So, ich stecke das einfach in einem Rückstich. Dann kann man gucken, wie filigran man es haben will, ob mit kompletten Garn oder mit halbem Garn. Oh Mann, Stickrahmen! Die sind mega, oder? Die sind einfach sehr, sehr schön. Hat eine extra lange Schraube. Ich glaube, ich mache es rum. So, haben wir nämlich auch noch. Also ich habe mit den Farben beide Säckchen gestickt. Also ihr habt auch noch massig übrig, weil wir ja immer die 8 Meter Garne beilegen. Das hat so einen schönen traditionellen Aspekt. Er wird das so über Jahre jetzt noch haben. Und jedes Jahr ein anderes schönes. Über Jahre, wenn er mit 30 nach Hause kommt. Dann kriegt er da sein Weihnachtsgeschenk drin. Ich finde den Gedanken irgendwie ganz schön. Mal gucken, ob sie mit 30 noch nach Hause kommen zum Weihnachten feiern. Zum Glück heißt der Hugo und nicht. Ja, habe ich auch schon gedacht. Was noch mit langen Namen? So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind bereit für Weihnachten. Ich freue mich immer, wenn ihr mich vertaggt und mir eure Ergebnisse schickt. Das ist immer wunderschön zu sehen. Und ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.